Verkaufe dich nie unter Wert. Um Gottes Willen, mach das nie. Erstmal, mein Name ist Stefan Ludewig und warum ich das so sage, hat einen ganz bestimmten Grund. Du bist ein Meister in deinem Fach. Egal welchen Beruf du hast, du kannst deinen Bereich erstklassig. Es gibt Arbeitgeber, die wollen dir die Qualifikation abreden. Davon gibt es genug. Ich selbst kann davon ein Lied singen. Du hast zum Beispiel in einer Firma viele Jahre gearbeitet, hast die eine Qualifikation geholt nach der anderen, hast dich hochgearbeitet, bist ein Meister in deinem Fach geworden. Aber es waren alles nur interne Qualifikationen. Das bedeutet, du hast nichts in der Hand gehabt, weil es intern war. Und die Firma, du wechselst die Firma, weil du vielleicht in ein anderes Bundesland, in eine andere Stadt, und die Firma ist da nicht vorhanden. Oder die Firma ist Insolvenz, Konkurs, kann viele Gründe haben. Aber du hast nichts in der Hand. Du hast ein Arbeitszeugnis, wo vieles drin steht, aber du hast keine Qualifikation. Dann gehst du in eine andere Firma und die andere Firma möchte natürlich was Schriftliches haben. Ich nenne es immer Scheißhauspapier, weil es ist für den Arsch. Weil eine Qualifikation hat nichts zu bedeuten, in der Regel, was du wirklich kannst, was du wirklich beruflich kannst. Für die zählt meist die Qualifikation anstatt die Berufserfahrung. Das ist schade. Das bedeutet aber auch für dich, du hast das gemacht in deinem Beruf. Du warst 10 Jahre da, 5 Jahre, egal wie lang, und hast das gemacht. Du bist jetzt arbeitslos und auf der Arbeitssuche. Deine zukünftigen Arbeitgeber wollen das haben. Du weißt, du hast das gemacht, hast aber nicht in der Hand. Dann geh zum deinen Arbeitsamtangestellten, Berater, Beamten, erklär ihnen das. In der Regel sind sie offen für das, was sie, die wollen dich ja schnell loswerden. Die wollen ja auch arbeitslos werden, damit sie mal früher Feierabend haben. Erkläre denen das und hol dir für diese Bereiche eine Nachqualifizierung. Hast du das erstmal in der Hand? Kannst du damit rumwedeln, weil vielen Arbeitgebern ist ja die Qualifikation wichtig als Berufserfahrung. Und sagen, das kann ich, das bin ich und das will ich. Dann wird der Arbeitgeber dann sagen, ja, du hast jetzt aber in der Firma gearbeitet, bei uns, wir machen zwar das Gleiche, aber wir machen das anders. Also werden wir dich wie ein Helfer bezahlen. Du fängst also bei uns neu an, hast aber 10 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Nimm das nicht hin. Verkauf dich nicht in deinem Wert. Es gibt Seiten, wo drin steht, wie viel man in einer Branche ungefähr verdient. Die Arbeitgeber wollen dich immer weit drunter handeln. Das sagt nein. Du hast Ausgaben. Du musst fährst vielleicht mit dem Auto die ganze Strecke hin, eine Stunde. Das sind im Monat wieder 300-400 Euro Benzin oder Diesel oder je nachdem. Du hast dies, du hast das, du hast jenes, du hast Reparaturkosten. Das alles zahlt dein Arbeitgeber nicht. Aber das Geld muss irgendwo rein. Deswegen, pokere hoch, runter geht's immer. Und das ist ganz wichtig, dass du dich nicht unter Wert verkaufst, weil du bist für dich was wert. Dein Arbeitgeber, dem bist du scheißegal, der will bloß, dass du die Arbeit machst. Für den bist du bloß eine Personalnummer. Und kein Mensch, der vielleicht auch eine Familie hat. Du musst dir sicher sein, was du willst. Du sagst dir, für diesen Bereich 35 Stunden, 2.800 Euro brutto, darunter gehe ich nicht. So steht das auch in der Tabelle, das ist der Mindestbereich für diesen Beruf. Ein zukünftiger Arbeitgeber sagt dir aber, wir zahlen aber nur 2.400. Was macht man jetzt? Und dann sagt ganz einfach, ich kann das, ich unterstütze sie dabei, ich bringe ihre Firma damit nach vorne. Und das ist doch wohl 2.800 Euro mindestens wert, oder? Oder nicht? Da wird er so ein bisschen, und setzt noch einen oben drauf und sagt, wenn dann mal irgendwie eine Lücke ist, wo nichts zu tun ist, dann unterstütze ich auch gerne die Kollegen. Ist auch kein Problem. Dann helfe ich denen noch, wenn die gerade so viel Arbeit haben. Und dann wird man schon wieder hellhörig. Deswegen verkauf dich nicht unter Wert. Zeige, was du kannst. Und
Lass dich nicht als Mindestlöhner abstempeln oder als Helfer für etwas, wo du Meister in deinem Fach bist. Um Gottes Willen, lass den Scheiß. Weil diese Spirale geht immer weiter. Dein Selbstbewusstsein wird sinken, das wird fallen, das wird fallen. Und irgendwann bist du mit Depressionen im Krankenhaus und hast keinen Bock mehr auf irgendetwas. Das will keiner, das möchte man nicht. Oder du redest den ganzen Tag nur irgendwie Mist danach, weil du immer nur schlecht gelaunt bist, das möchtest du auch nicht. Denke positiv, handel positiv, verkauf dich nicht für etwas, was du gar nicht bist. Du bist kein Helfer, du bist ein Fachmann oder eine Fachfrau. Und das muss auch gelöhnt werden, das muss auch bezahlt werden. Das sollte dir ganz, ganz klar werden.